soll denn das nehmen? Get it poppin', pop the molly. Dirty bass, we so bad about it. Too legit, we can't quit the party. Super, no Illuminati. So, one, two, hit the boom. Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Video. In diesem Tutorial zeige ich euch heute, wie ihr den Minecraft 1.8 Launcher, den 1.8.9 Launcher und die anderen Versionen von Minecraft kostenlos euch downloaden könnt. Mal wieder ist es eine Crack, wie das meiste bei mir auf dem Kanal von dem Programm her, also von Minecraft und GTA San Andreas. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ihr öffnet eure Suchmaschine, euren Internetbrowser, geht auf Google, gebt da GlotzTV ein. Das erste, wo GlotzTV Minecraft steht, das ist es auch schon. Klickt auf Minecraft. Je nachdem welches System, Windows, Mac oder Linux, klickt ihr auf Download. Wartet kurz auf, bis ihr die Werbung überspringen könnt. Es öffnet sich, ihr klickt drauf. In dem ZIP-Ordner befindet sich die Installierdatei, klickt drauf. Auf Ja, ich mach das nicht, ich hab's schon runtergeladen. Habt ihr es runtergeladen, klickt hier auf Spiel starten. Dann sieht das Ganze so aus. Ihr gebt da einfach irgendeinen Namen ein. In dem Fall gebe ich jetzt Let's Play ein. Passwort ist egal. Durch das, dass es ja ein Cracked Launcher ist, ist es egal, welches Passwort ihr habt. In dem Fall 1234. Enter. Und schon seid ihr angemeldet. Hier sind die Profile. Könnt ihr euch ein neues Profil erstellen. Ein vorhandenes Profil, habt ihr ein vorhandenes Profil, geht ihr auf Edit Profil oder Profile, wählt hier die Version aus, welche ihr haben wollt. Es geht runter bis zur ersten Version oder bis zur aktuellsten, die 1.8.8 oder 1.0 hier oben. Dann klickt ihr ganz normal auf Save Profile, klickt auf Play. Ja, das Spiel öffnet sich in deutscher Sprache. Und ja, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat es euch gefallen und ihr wollt noch mehr sehen, gebt einen Daumen hoch. Ihr könnt auch ein Abo da lassen. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben an mich, schreibt sie in den Kommentaren. Ich beantworte euch die natürlich gerne. Und ciao, bis zum nächsten Video.